Jetzt hier aus dem Hotel heraus, 5. Etage, hier am Kleopatra-Strand. Ist das schön? Herrlich. Das ist Türkei. Und wenn ihr hier runter guckt, typisch die Hotels, alle haben hier einen Pool. Schön. Die Seilbahn. Oh, die Seilbahn sehen wir hier auch. Ach, da oben, ja, aber ist gerade keine Gondel unterwegs. Ansonsten da oben auf dem Hochbett, da sieht man hier die Seilbahn. Und jetzt hier vom Hotel aus den Blick in die Berge. Die andere Seite. Schön. So, das ist das Hotel, wo wir es gerade den Blick rausgenossen haben, da von da oben. Das ist eben die Hotelwelt hier am Kleopatra-Strand. Ne? Alles voll mit kleinen Hotels. Das geht ja nach Klicks, ne? Ja, so, wo man guckt, wie die fahren. Die kleine Welt ist. Uhren! Herrliche Uhren! 10 Euro! Die Schellen wird arg gesenkt. Ja! Also auch sowas gibt's. 19 Euro am Tag die Rent-a-Car. Wollen wir mal schauen hier. Wie hoch die aus? Das ist der Atatürk-Platz, Boulevardplatz. Boulevard. Ja, Dennis, Bojo, Heinz laufen schon vorne weg. Und nicht, dass ihr denkt, in Alanda gibt es nur einen Burger King. Da ist der zweite Burger King. Da bei der roten Tankstelle, wenn man einen Bus reinfährt, die rote Tankstelle und Burger King. Und da geht auch gleich die Straße runter zum Kleopatra Beach. Die rote Tankstelle empfand ich immer als sehr markanten Punkt, um sich zu orientieren, wenn man aus Richtung Mamutla kommt im Bus und dann zum Kleopatra Strand wollte. Da drüben geht es rein, die Straße zum Kleopatra Strand. Zum Anfang. Und da ist auch gleich der zweite Burger King. So, hier China Royal, so heißt das. Ne? Und damit ihr das finden könnt, da ist das hier bei Kiki, das Kaufhaus mit dem Stapel hier Preisen, wo man auch Schnäppchen rausholen kann. Und da hinten runter geht es runter zum Atatürk-Platz, zum Hafen runter. Und hier ist der Atatürk-Boulevard. So ein bisschen mal rumzeigen, so dass ihr so ein bisschen Orientierungshilfe habt. So, das ist jetzt hier in dem China-Restaurant. Also, die asiatische Auffassung. Das ist eine Bar, die von den Getränken hier, wo alles da ist, was man eigentlich möchte. Und hier draußen sitzen sie jetzt rein. Und da sitzen schon die anderen. So, schade, Sushi gibt es noch nicht. Erstens 2 Stunden, aber macht nichts. Hier, denn habe ich mir bestellt von Tongsuppe. Und die Chicken Curry. So, als Vorspeise hier Wangtang-Suppe. Und da drüben gibt es Frühlingsrolle noch dazu. Und die Wangtang-Suppe mit den hier Krabbenchips, ne? Diese plattgewalzten Krabben. Ja, und, meine ja, und von Heinz, das ist eine Vorsuppe. Heinz, der will nur ein Hauptgericht, der will keine Vorspeise. So, die Wangtang-Suppe ist leer. Alle, hat gut geschmeckt. Jetzt warte ich auf mein Curry Chicken. Heute bin ich jetzt derjenige, der warten muss auf sein Essen. Beef mit Marshmallows ist da. Marshmallows? Nee, Mushrooms. Champignons. Mushrooms, ja. So, da, das ist hier. Sieht auch gut aus. Ein leerer Teller. Also, so, das ist Sichuan-Ente. Szechuan-Ente? Wie? Szechuan. Szechuan, aber Ente hat er doch gar nicht. Das ist Ente, Entschuldigung, Rind. Beef. Rind, Beef, ja. Pardon. Und? Eins, was hast du nochmal? Wunderbar. Beef. Nudeln mit Beef. Also Nudeln mit Klops. Oh. Nee, Beef mit Rindfleisch, ja. Und ich warte auf meinen hier schicken hier Curry.
Sollen wir den Gemüsegudel mitbringen? So, oh, jetzt der Curry schicken. Lecker. Aber beim Dennis hatte ich ja kurz mal genascht. Das schmeckt auch super herrlich. Das ist einwandfrei. Also der Laden, der lohnt sich, hierher zu gehen. Heinz ist auch beim Schaufeln. Dem schmeckt es auch. Heinz und ich, wir haben aufgegessen. Für uns stand die Sonne. Und die beiden, die haben nicht aufgegessen, die wollen mitnehmen. Mal sehen, ob es regnet. Aber die nächsten 14 Tage kein Regen angesagt. Nur Sonnenschein. So ein bisschen bewölkt, so wie jetzt. Hier, aber mehr ist nicht. Und immer so 27, 28, 29 Grad. So, das war's. Das hier China-Restaurant hat super geschmeckt, aber nicht das preiswerteste. Also ein Becks, dann die Wonton-Suppe und Chicken Curry, 83 Lira. Wegen solcher architektonischen Kleinode, dafür liebe ich die Türkei. Und hier hat man so viel davon. Da ist er, der Bodo. Der Bodo ist da. Ja, fein.